Das Kinojahr 2015 ist rum und wir werfen einen Blick auf die Filme, die auf Moviepilot von euch am besten bewertet wurden. Von richtig vielen Agentenfilmen über Biopics, Superhelden und Animationsfilme bis hin zu schönen Kleinfilmen wurde der Kinogänger dieses Jahr richtig gut verwöhnt. Natürlich gab es auch ein Wiedersehen mit Lichtschwertern und piependen Droiden, die aber dank dem späten Start noch zu wenig Bewertung bekommen haben und es deswegen nicht in unsere Top-Liste schaffen konnten. Leider also ohne Star Wars, aber trotzdem, hier ist sie, unsere Top 7 der besten Filme 2015. Manners maketh man. Do you know what that means? So müssen Agentenfilme heutzutage aussehen. Witzig, etwas brutal, eine gute Story und sympathische Charaktere. Die Kingsmen haben Stil und Wissen kräftig auszuteilen. Hinzu kommt ein Bösewicht, den man trotz Sprachfehler ernst nehmen kann. Ausgeschmückt wird das Ganze mit einem schicken Soundtrack, tollen Bildideen und einer Kirchenschlacht, die ihresgleichen sucht. Der britische Charme hat euch überzeugt und Kingsman The Secret Service eröffnet diese Liste mit dem 7. Platz. Ein Kammerspiel um ein Genie, seine Kreatur und ein Neuling. In diesem Science-Fiction-Drama werden wir mit der Frage nach der Menschlichkeit konfrontiert. Gerade wenn man die künstliche Intelligenz in Form des Roboters Ava mit ihrem Entwickler Nathan vergleicht, kommt man schnell ins Zweifeln, wer eigentlich menschlicher ist. In wunderschönen Bildern, einer dichten Atmosphäre und mit einer etwas merkwürdigen Tanzeinlage landet Ex Machina auf dem 6. Platz. Mit Freude können wir sagen, dass Ridley Scott endlich mal wieder ein guter Film gelungen ist. Die Geschichte um den auf dem Mars zurückgelassenen Mark Watney ist lustig, informativ, schön gefilmt und von Matt Damon wirklich gut gespielt. Und für alle Fans von Kartoffelzucht dürfte dieser Film sowieso der Spitzenreiter sein. Damons Castaway im All hat euch gut gefallen und so darf der Marsianer auf dem 5. Platz weiter an seinen Erdäpfeln knabbern. Wir holen dich ab, Watney. Wow! Der ehemalige Batman-Darsteller Michael Keaton feierte mit seiner Rolle eines gefallenen Hollywood-Stars in Birdman sein Comeback. Besser hätte man kaum casten können. Aber nicht nur die passende Story, sondern auch die visuelle Umsetzung einer gefakten Plansequenz hat die Zuschauer wie Kritiker begeistert. Schließlich bekam der Film sogar den Oscar für den besten Film verliehen. Bei euch kam er zwar auch gut an, schafft es aber trotzdem nur auf den 4. Platz. Ich krieg dir so weit den Arsch auf, bis du erstickst! Oh, what a day! What a lovely day! Da muss erst ein 70-Jähriger aus dem Ruhestand zurückkehren, um der Filmwelt zu zeigen, wie man anständige, originelle Actionfilme dreht. George Miller hat mit seinem 4. Mad Max-Film eine in wunderschöne Bilder verpackte Verfolgungsjagd inszeniert, die an Autostunt-Choreografie und kinetischem Storytelling neue Maßstäbe setzt. Hinzu kommen zwar wortkarge, aber sehr interessante Charaktere, die wunderbar in das postapokalyptische Setting passen. Diese und noch viele weitere Gründe machen Mad Max für uns zum Film des Jahres und auch bei euch landet er immerhin auf dem Platz Nummer 3. Auf vielen Best-of-Listen des Jahres ist Pixars bisher erwachsenster Film weit oben platziert und da macht auch diese Top 7 keine Ausnahme. Alles steht Kopf, hält wunderbar fest, wie es ist, erwachsen zu werden und lehrt uns, dass auch die negativen Teile zum Leben dazugehören. Die Animation ist auf höchstem Niveau und alle Figuren, von Riley über ihre Emotionen oder der imaginäre Freund Bing Bong, schaffen es, unser Herz zu berühren. In Alles steht Kopf kann man sowohl lachen als auch weinen oder wütend sein. Ihr findet das Gefühlschaos jedenfalls großartig und platziert Pixars Alles steht Kopf auf dem 2. Platz. Kommst mir also auf die Tour, alter Mann? Kein Nachtisch? Ganz wie du willst! Wir schlucken unser Essen, aber erst schluckst du das hier! Sowohl Miles Teller als auch J.K. Simmons haben dieses Jahr bei zwei richtigen Gurken mitgewirkt. Aber hier können sie zeigen, was sie können. In Whiplash dürfen wir die schauspielerischen Höchstleistungen des um Anerkennung kämpfenden Schlagzeugspielers Andrew Naaman und seines Drill-Instructors Terence Fletcher beiwohnen. Teller, der seine Schlagzeugszenen größtenteils selbst und seine Finger dabei blutig gespielt hat, und Simmons als sein Terror-Mentor mit kreativen Beleidigungen funktionieren wunderbar. Letzterer hat für seine Darbietung sogar einen Oscar bekommen. Ihr fandet ihn und den ganzen Film auch mehr als gut und ernennt Whiplash sogar zum besten Film des Jahres 2015.